Kuckuck, da bin ich wieder beim Blood Money. Ihr wisst schon, was ich meine. DLC von Borderlands 2. Wir sollen zu Rose fahren. Wir müssen da hinfahren. Wir können nicht schnell reisen. Deswegen machen wir das doch. Wir fahren falsch, oder? Nö. Hä? Was, warum? Ach so, Gott. Reiten wir los! Ach so, damit wir als Gang reiten können. Okay. Der Untergang dämmert. Guter Tag für einen Ausritt. Das ist es, Sheriff! Wie schnell kann deine Bestie reiten? Schneller als deine! Und? Das will ich sehen! Versuch mitzuhalten, hey Sheriff! Hey, wartet! Lasst mich nicht hier im Staub zurück! Ich wünschte, der alte Sheriff würde das noch erleben. Ich vermisse den alten Bastard. Ja, ich auch, Titus. Ich auch. Er war ein guter Mann, der Sheriff! Er hat mir das Reiten beigebracht. Und wieso reitest du dann so krumm? Ich reite nicht krumm. Komm schon, Sheriff. Zeig mir, was du drauf hast. Teufelsreiter werden uns nicht einfach so durchlassen. Mach dich bereit zu kämpfen. Ich bin bereit dafür. Ich wurde mit Waffen in den Händen geboren. Deine arme Mutter. Schnauze! Das war nur so eine Redensart. Sieht aus, als hätten die Teufelsreiter alle Schotten dicht gemacht. Wie gut, dass ich den Schlüssel dabei habe. Ja. Bereit, das durchzuziehen, Kopfgeldjäger? Natürlich. So, schieß auf die Bombe. Dann mal los! Oh, jetzt gibt's aufs Maul. Das ist dir, Kopfgeldjäger. Ich bleib hier und halte euch den Rücken frei. Komm schon, Schlagschwänze. Ach. Ah, danke. Ja. Verstanden. Probieren wir einfach mal. Okay, die ist richtig kacke. Man kann davon ausgehen, wenn die beiden weg sind, oder die drei, dass es schwerer wird. Ein Boss oder so. Erstmal gucken wir hier noch, was es Schönes gibt. Das waren die letzten. Gut gekämpft, Leute. Kopfgeldjäger, du bist dran. Schnapp dir Rose. Ich und Titus kehren in die Stadt zurück und sehen nach den anderen. Viel Glück! Ich vertraue auf dich! Was nicht viele über die Kompanie wissen,
Sie hatte allerlei Silos, Stationen und Geheimbasen hier, wo Tests gemacht wurden, die einem das kalte Grausen einjagten. Ja, es geht gleich weiter, aber die Waffe will ich auswechseln. Die ist jetzt... Die probiere ich einfach mal. Darum ist mein Film auch so wichtig. Die Leute wollen es wissen. Kraterrand, Crater's Edge. Na gut, vorlesen, oder? Endstation. Roses Zeit war gekommen. Gibt's denn hier irgendwas? Nein. Jetzt muss ich beim Wächterrahmen mal gucken, ob sich das lohnt. Das nächste erhöht mit jedem Schuss den Waffenschaden eine Sekunde um 2%. Das ist natürlich sehr schön bei meinen Waffen, die ich habe. Das ist eine Gondel? Ach du Scheiße. Falls sich jemand fragt, wieso man mich den Lügner nennt, nun, manche sagen, es läge an dem, was als nächstes kommt. Ich kann es ehrlich gesagt selbst kaum glauben. Aber der Kammerjäger stieg den Kraterrand hinab. Das Schießeisen in der Hand, voller wilder Entschlossenheit, kampfbereit. Und das war auch gut so. Rose war ihnen zu oft durch die Finger geglitten. Aber diesmal gab es kein Entkommen mehr. Das war das Ende. Endlich. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Die ist bestimmt mutiert oder so. Wenn er schon sagt, deswegen wird er da Lügner genannt. Oh Gott. Gott. Was ist denn für eine kranke Scheiße? Gibt's Herausforderungen? Gute Aussichten. Gut, das habe ich ja irgendwie noch nie gebacken bekommen. Das ist so richtig surreal gerade. Das liebe ich ja, sowas. Die ist ja gar nicht mal... Die hatte ich, glaube ich, schon, oder? Nutzen wir nie. Nutzen wir wohl nie. Nochmal ein bisschen freimachen, ne? Kauf dir was Schönes davon. Damit sich das Sterben lohnt. So. Ich möchte erst das noch aufmachen. Oh, oh, oh. Der Untergang naht. Und ich bin es, die die Zügel hält. Los, Revolverheld. Zieh. Lass mir es leuchten. Los, auf ein Partner ab. Zeit für den Untergang. Mal sehen, wie du damit klarkommst. Ah, du mich. Du mich auch. Komm her.
Ach so, die da oben sind dann zum Kämpfen um dein Leben. Damit habe ich nicht gerechnet. Bitte, warte. Das war noch nicht das Ende. Und was passiert dort noch? Das war zu einfach, Freunde. Oh. Ich hab's geahnt. Oh, wie haben sie bei dem DC vergessen, das kann man drunter zu schreiben. Was, wo sind wir? Wo sind wir hier? Viel Glück im nächsten Leben. Was? Der Kammerjäger tötete Rose. Ohne Scheiß jetzt? Den Untergänger rettete die Stadt. Kurz und schmerzlos. Das ist lange her, aber die Legende lebt weiter. Es gab immer noch die Angelegenheit des Kopfgeldes zu klären. Also ging es zurück in die Stadt, um es einzusammeln. War jetzt nicht so schwer, muss ich sagen. Das ist eine Schwachstelle, wo halt eine wirkliche Schwachstelle. Gut, das war jetzt unerwartet. Kann ich hier wieder reingehen? Das ist einfach nur so. Ich weiß es da auch nicht. Gut, es gibt hier mehrere Seiten. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Ja, da geht's natürlich nicht. Okay, Leute, ich würde sagen, das haben wir dominiert. War kurzer als ich dachte, ehrlich gesagt. Und jetzt gibt es hier noch Legendäres. Nein. Gibt's den? Ich verstehe es einfach nicht. Das hätte ich quasi machen müssen, wo das Ding noch gelebt hat, oder? Die waren wirklich nur dazu da, damit wir was für Kämpfe um dein Leben haben. Kettenrand. So, das war wahrscheinlich jetzt ein bisschen dumm. Ah, da gehen wir jetzt hier zurück. So, und zwar Prestige wahrscheinlich, ja, und ja. Boah, ist einfach, als ich dachte. So overpowered finde ich uns jetzt gar nicht. Wir sterben ja doch ziemlich oft. Wir sind die Kings, der Rest ist egal.
So, erstmal ein bisschen ausräumen. Aber halt 60%, das ist eine. Die Musik ist der Hammer. Wir sind ja zum Glück los. Und nochmal. Ich sage, es klingt etwas sicher als der Kammerjäger. So, Freunde, das war der DLC, der dritte schon. Ich hoffe, ihr hattet halbwegs so viel Spaß wie ich, weil mir hat eigentlich sehr gut gefallen. Vor allem das mit dem Erzähler fand ich sehr geil. So, jetzt trotzdem mal Escape, vielleicht gibt es ja noch was. Was das Kopfgeld angeht, du hast es dir mehr als verdient. Hier, nimm. Wir schulden dir einfach alles. Nun, es war mir eine große Freude, an deiner Seite zu reiten und zu kämpfen, Tomodachi. Hoffentlich bleibst du noch ein Weilchen. So, und jetzt war mal richtig. Kein legendäres. Hier gibt's was Legendäres. Ja. Hier auch. Ja, das ist schon eine andere Liga. Legendär, legendär. Alter. Jep. Nicht so. Ziemlich jetzt drauf schieße. Ah, es gibt Geld. Abschließen kann man sagen, dass es sich gelohnt hat. Schon komisch. Die Bewohner der Stadt haben Roses Leiche nie gefunden. Aber das ist eine andere Geschichte. Haben wir auf jeden Fall richtig viel Money. Gibt es vielleicht noch irgendeine Nebenmission? Das weiß man ja nie. Wir gucken jetzt mal alles an. Es sind immer noch so Sachen, wo wir nie hinkommen. Hier können wir wahrscheinlich dann hinfliegen, aber... Ist jetzt halt auch doof, wenn wir alles schon durch haben. Nope. Ah. Ist auch egal, oder? Kettenrand natürlich. Da hier oben wieder die Hälfte. Oh. Geht natürlich auch. Wir verramschen jetzt noch ein bisschen Zeug, was wir nie benutzen und bla. Das zum Beispiel, obwohl das wollte ich ja lassen. Scheiß drauf. Haben wir halt immer viel besseres. Rebelgiel, ja, auch nicht so geil, ne? Benutzen wir ja auch nie. Schlüssel zur Stadt, Raumdeko. Und 46.000. So, dann würde ich sagen, wir beenden hier die Folge. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Würde mich freuen, wenn ihr beim letzten DSC, beim vorerst letzten DSC Clusterfuck dabei seid. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen.